Gratis von A nach B mit einem E-Auto inklusive Fahrer. Das geht in Leasing mit dem sogenannten Hüpfer. Ein rollstuhlgerechter Elektro-Kleinbus, der auf Abruf 150 verschiedene Haltepunkte im Bezirk anfahren kann. Kostenlos ist er, weil es sich um einen Probebetrieb der Minilinien handelt. Nun wird untersucht, wie groß der Bedarf ist. Ganz früher war ich Taxilenker und dann kenne ich ja mit den Leuten schon ein bisschen, wie das geht. Ja. Manche tun weinen. Menschlich muss man sein in dieser Branche. Zoran Jovanovic ist seit März mit dem Hüpfer auf dem Sprung. Neu ist, ab sofort ist der E-Kleinbus auch nachmittags unterwegs. Von 7 bis 19 Uhr auf Abruf. Der Wienmobil-Hüpfer ist hier in Leasing in einem 5 Quadratkilometer großen Gebiet jetzt im Pilotbetrieb unterwegs. Dieses Gebiet ist rund um die U6-Stationen Alt-Erla und Erlaer Straße. Und der Hüpfer steht für Wege zur Verfügung, die zu Fuß nicht möglich oder zu weit sind. Es gibt 150 virtuelle Haltepunkte. Eine einmalige Online-Registrierung ist notwendig, um den Hüpfer zu buchen. Das Problem ist ein bisschen, dass die älteren Leute, die eigentlich diesen Hüpfer nützen wollten, anrufen wollten. Margit Brutscher, selbst 72, nutzt das Angebot nahezu täglich. Wir müssen jetzt nicht mehr mit dem Privatauto hinfahren und ich bringe eigentlich die Kinder immer in die Schule in der Früh. Und von uns aus kann man einfach nur mit dem Auto hinfahren. Bisher haben das Zusatzangebot der Wiener Linien und der Wiener Lokalbahnen 740 Fahrgäste genutzt. Es gibt keinen fixen Fahrplan, nur individuelle Routen. Und das eben umweltfreundlich. Ja, ein bisschen mehr Acht muss man schon geben gegen die Fußgänger und alle, weil die hören das Auto nicht. Bis zu 6 Fahrgäste gleichzeitig, außerdem Platz für einen Rollstuhlfahrer. Das Pilotprojekt noch bis März kostenlos buchbar. Wie es danach mit dem Hüpfer weitergeht, ein Sprung ins Ungewisse.